Es geht nichts über eine Brise. Muss ich das Deck die ganze Zeit bewegen? Ich weiß die Gelegenheit, um eine echte Seefahrerin aus dir zu machen. Oh, und welche wäre das? Als mich der Zyklop in das Fass drückte, stahlen seine Piraten meine Fracht. Ich kenne ihr Schiff und weiß, wohin sie wollen. Lass uns die Fracht zurückholen. Gut. Bei der Gelegenheit werde ich mir ansehen, was du und deine Mannschaft so können. Wunderbar. Dann legen wir los. Mal sehen, wie sich die Segel halten. Okay, also wir werden dann wohl unser erstes Abenteuer auf dem Wasser erleben. Zerstöre das Schiff und besorge Barnabas Lieferung. Okay. Achso, okay, da ist Gas geben. Muss ich mal eben gucken. Ah, das ist ein anderes Schiff, okay. Dieser Sturm da gefällt mir nicht. Los geht's! Das ist das Schiff, glaube ich. Aber wie feuere ich denn? Oder feuere ich gar nicht? Die kommen einfach hier durch. Wahrscheinlich kommen die gleich rübergesprungen oder so. Oh mein Gott, ich habe ein bisschen Angst. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Okay, RT, um Sperre zu werden. Okay. Segel einholen! Okay, das war ins Wasser. Ah, ich hasse diese Wasserdinger. Deswegen spiele ich ja Assassin's Creed, damit ich sowas nicht habe. Wir haben die Lieferung. Woo! Ich habe ein paar gute Männer im Gefecht mit diesen Piraten verloren. Die See ist gefährlich. Jetzt, da sich Sparta und Athen an die Gurgel gehen. Wir müssen weitere Seeleute für die Mannschaft anheuern. Lass uns mit dem besten Schützen anfangen, den ich kenne. Er wird unentbehrlich für uns sein. Wann können wir ihn treffen? Nun, du wirst ihn überzeugen müssen. Wie meinst du das? Hol ihn an Bord und ich überrede ihn. Ein paar Drachmen sollten es ihm schmackhaft machen. Ich soll ihn also bewusstlos schlagen? Nein, nein. Stell ihn nur ruhig, das sollte reichen. Dann bringst du ihn auf das Schiff und wir unterhalten uns. Alles wird gut, das versichere ich dir. Okay. okay. Wo müssen wir denn hin? Moment. Chancengleichheit im Beruf. Rekrutiere den besten Schützen. Okay. Jetzt ist die Frage. Das sind ja wahrscheinlich seichte Gewässer. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt hier direkt da durch... Ach, da hinten. Okay. Schneller, Männer! Vorwärts! Seid nicht solche Weicheier. Wir sind schon in 770 Metern da. Also ich muss immer noch sagen, dass ich das absolut geil finde, was die hier mit Assassin's Creed auf die Beine gestellt haben. Ich habe ja schon die Vorgänger total geliebt. Aber der hier ist wirklich absolut geil. Und wenn ich den dann irgendwann mal durch habe, weil ich befürchte, dass der sehr lange dauern wird, werde ich mir auf jeden Fall auch noch den in Ägypten, ich komme gar nicht auf den Namen, zu Gemüte führen. Du musst vorsichtig sein.
Achso, ich muss dahin. Mit Ikaros Hilfe einen Überblick verschaffen. Aha. Er findet mein Ziel. So, dann finde ich mal mein Ziel, genau. Lager der gestrandeten Banditen, oder ist nicht gut? Oh, Level 7, ne? Okay. Okay. Aber das Ziel ist, glaube ich, woanders, oder? Oder ist das jetzt ernsthaft das Ziel, dass wir da rein müssen? Also da ist auf jeden Fall einer, dem ich jetzt nicht begegnen möchte. Ist das jetzt nur ein einzelner Bandit? Hm. Okay. Eigentlich... Ach so... Ich muss jetzt in diesem ganzen Teil, muss ich jetzt das Ziel finden. Ach du Schande. Ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Okay. Ja. Zumindest haben sie ja schon mal gesagt. Aber das Problem ist halt jetzt die Sache mit dem, dass der Level 7 hat. Das gefällt mir ehrlich gesagt gerade gar nicht. Ich werde wahrscheinlich so sterben. Nein? Eigentlich solltest du in Deckung gehen. Ich hatte doch eine Taste, mit der ich in Deckung gehen konnte. Nein? Aber irgendwie hat sie es auch nicht immer benutzt. Das sind mehrere. Ach du Scheine. Das sind doch mehrere, okay. Ich sehe nichts von hier aus, das ist blöd. Das sind ja eh Banditen, ne? Die kann ich ja bestehlen. So. Ich weiß schon alles gar nicht mehr, wie das geht. Ups, jetzt sind es auch noch drei. Das ist mein Ziel. Das ist dein Ziel? Dann lass uns mal woanders hingehen. Nein! Ah, falsche Taste. Beziehungsweise richtige Taste, aber falsch gedrückt. Komme ich hier hoch? Ich bin Assassine, ich komme hier überall hoch. Ne. Ich sollte mir aber wieder ein paar Pfeile machen, ist mir aufgefallen. Da hinten ist noch was. Also er ist wohl mein Ziel, so wie ich es verstanden habe. Wenn er sich mal was von den anderen entfernt, dann ist alles gut. Aber die bleiben natürlich wieder alle zusammen, wie immer. Also werde ich dazu reinstürmen und sterben müssen. Ich hätte mir ehrlich gesagt schon gerne den einen von den anderen getrennt. Schnell!
Genau, Pfeile kamen von hier, deswegen gehe ich jetzt woanders hin. Weil ich kämpfe dann doch lieber gegen zwei, als gegen alle zu kämpfen. Hm. Och man, stellt euch doch nicht dahinter. Oh, man flucht aber nicht, Junge. Vielleicht noch treffen. Na, na. Na komm. Komm. Feigling, Feigling. Das ist schön, aber dass keiner mehr, der dir helfen kann, Junge. Okay. Wo habe ich die anderen jetzt getötet? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber ich gucke mich hier mal ein bisschen um. Ah, sehr gut. Das auch schon mal abgeschlossen. Da ist er. Und der andere? Das weiß ich nicht mehr. Scheiße. gut. Beziehungsweise nicht gut, weil ich ihn nicht mehr gefunden habe. Eine Kiste ist anscheinend nichts. Okay. Hallo, nimmst du das mal? Wieso kann ich das jetzt nicht nehmen? Hä? Was ist denn das jetzt für ein Bug? Wieso kann ich das nicht nehmen? Toll. Das ist natürlich richtig geil. So, ich soll den Typen finden. Die Frage ist jetzt nur... Ich denke mal, die bleiben wohl da vorne mit dem Schiff, nehme ich mal an. Das heißt, ich werde auf jeden Fall so zu Fuß dahin müssen. Keine Ahnung, wo mein edles Ross auf einmal herkommt, aber ich setze mich drauf. So, ja, wir wissen immer noch nicht, was hier in der Nähe ist. Wir schicken mal eben den Adler hier ein bisschen rum. Da hinten ist was mit Fragezeichen. Guck runter. Ah, ist bis zu weit weg, okay. Sind auf jeden Fall mehrere Zeichen und mehrere Fragezeichen. Das ist schon mal gut. Was schlecht ist, ist es relativ weit weg.
Moment, rekrutierenden Bestschützen im Lager der gestrandeten Banditen. Ups. Ich hoffe, das war jetzt nicht das, wo ich jetzt gerade alle platt gemacht habe. Naja, ich sollte ihn ja eigentlich nur bewusstlos machen. Okay. Was haben wir hier? Okay. Das sind Schläger. Gegnerstufe. Die Zahlen über deinen Gegnern. Ja, das ist klar. Aber was zeigen die, die Totenköpfe an? Dass die viel, viel schlimmer sind als ich? Oder, also viel stärker? Ist das, was macht der denn da? Ist das hier eine Anlegestelle? Sieht so aus irgendwie, ne? Zeigt er mir nicht an, aber ich nehme mal an, dass wir hier anlegen können. Das wäre dann auf der anderen Seite. Es ist auch eine Stadt, die noch nicht direkt vom Banditen... Okay, ja, dann würde ich normalerweise sagen, ich gehe jetzt wieder zurück. Und los. Nee, nicht los, du musst absteigen. Tut mir leid. Ich habe jetzt gedacht, ich müsste alles zu Fuß machen, aber anscheinend doch nicht. Geh hoch. Hallo. Ich liebe diese Wendigkeit. Nein, du brauchst dich nicht unsichtbar machen. Ist doch keiner. Ich glaube, zum Schiff muss ich eh rüber schwimmen. Oh, guten Tag. Hier kann ich leider nicht mehr helfen. Okay, ich glaube, ich hätte gar nicht schwimmen müssen, oder? So, Leute, wir müssen weiter. Ich habe eine Anlegestelle gefunden.